Heute zu Gast bei der Lichtredaktion Thomas Möller von der Firma Steinl. Steinl hat die Premium-Marke Senses herausgebracht und entwickelt aus dem Hintergrund der Bewegungsmelder und Sensorik, in dem Bereich sich die Firma Steinl hauptsächlich bewegt hat, die letzten gut 50 Jahre. Herr Möller, vielleicht können Sie dazu noch ein bisschen was sagen, zu Ihrer Historie. Kann ich gerne machen. Guten Morgen. Ja, Steinl ist seit vielen Jahren im Bereich Sensorik aktiv. Wir haben eine Menge Erfahrung in dem Bereich. Und als wir vor ein paar Jahren gesagt haben, lassen Sie uns mal in den Premium-Markt gehen, war das natürlich der Kern, den wir in diese Premium-Marke Senses übernehmen wollten. Wir können Sensoriken und die Idee war es, die Leuchten mit Gestensteuerungen, mit Interaktionen zu versehen, um einfach eine neue Dimension in die Leuchtenwelt zu bringen. Das heißt, die Leuchten leben davon, dass sie mit dem Menschen interagieren. Genau, das soll eigentlich die Emotion sein, die rüberkommt. Und das hat natürlich was Spielerisches, das hat was Emotionales, aber es hat auch was sehr Nützliches, weil wir der Meinung sind, dass dadurch wahrer Lichtkomfort entsteht, dass ich jederzeit das Licht durch meine Anwesenheit, durch kleine Steuerimpulse, die die Elektronik versteht, beeinflussen kann. Und entscheidend dabei ist für uns aber immer, dass die viele Technik, die drin steckt, nicht im Mittelpunkt steht, sondern aus Anwendersicht ist es einfach ein Produkt, was toll funktioniert, was Spaß macht und was einfach ein schönes Licht erzeugt. Da sind wir direkt beim Punkt. Sie haben jetzt hier die Leuchte Move mitgebracht. Ja. Und vielleicht können wir daran mal zeigen, wie das genau funktioniert, was der Nutzer mit dieser Leuchte machen kann. Ja, kann ich gerne machen. Also dieses Produkt hier haben wir vor 3 Jahren tatsächlich begonnen zu entwickeln. Aufgabenstellung von vornherein war es, mal was Neues zu machen. Also mal rein erstmal mechanisch. Wir haben versucht, Gelenke zu entwickeln, die keinerlei Kabel mehr haben. Also ich kann die Leuchte an jeder Stelle auseinandernehmen. Ich denke, das kann man ganz gut sehen. Das sind Magnetgelenke. Ich bringe sie zusammen. Und schon leuchtet's. Aber was Sie gerade fragten nach dem Thema Sensorik, hier ist kein Lichtschalter mehr dran. Warum? Weil man natürlich häufig nach dem Lichtschalter sucht, wenn man nicht weiß, wo er ist. Und hier brauche ich nur mit der Geste Licht aus, Licht an. Oder aber auch, wenn ich die dimmen will, gehe ich einfach in den Erfassungsstrahl und dimme sie rauf und runter. Und das ist etwas, was eine andere Emotionalität in die Leuchte bringt. Ja, etwas, was wir der Branche vielleicht hinzufügen wollten. Sie sind ja jetzt noch einen Schritt weiter gegangen und haben zusammen mit Universal Home, also ein Zusammenschluss von verschiedenen Firmen, wir haben darunter noch Dornbracht, Miele, ja. Gira und Lenovo sind dabei unter anderem. Ja. Und Sie haben gemeinsam eine Studie entwickelt, die sogenannte Holotainment-Studie. Das klingt sehr nach Star Wars und nach Zukunft. Und ja. Was verbirgt sich denn dahinter? Ja, das ist so. Also wer Science-Fiction-Fan ist, der kennt das Holodeck, der kennt diese Begriffe. Heutzutage nennt man, spricht man auch von Ambient Computing. Eigentlich geht es um die Fragestellung, will man künftig noch mit Laptops oder PCs auf seine medialen Inhalte zugreifen oder geht das Ganze künftig etwas anders? Und die Studie, die wir auf unserem Messestand zeigen, ist eine Leuchte, die zunächst mal eine Leuchte ist. Aber wenn ich jetzt auf meine medialen Inhalte zugreifen will, dann mache ich mit einer Geste eine Projektion, statisch. Und ich habe jetzt auf dem Tisch projiziert eine Oberfläche, mit der ich alles steuern kann. Ich kann da Informationen abrufen von E-Mails bis hin zu Wetterdaten, Staudaten. Ich kann aber meine Musik steuern, ich kann Urlaubsfotos gucken, ich kann digitale Brettspiele spielen, was auch immer. Entscheidend ist aber, wenn ich es nicht mehr will, ist es auch einfach wieder weg. Also Ambient Computing. Das heißt, Sie haben also eine Leuchte, die alles Mögliche noch zusätzlich kann. Man muss es aber nicht, wenn man nicht möchte. Man kann sie auch einfach nur als Leuchte benutzen, als Uplight oder als Downlight. Sie bringt unterschiedliche Lichtstimmung. Ja. Sie können die Lichtfarbe verändern. Stimmt das? Ja, natürlich. Also das ist ja das, wo wir überzeugt von sind. Das Licht sollte sich situativ immer wieder anpassen können. Also für mich ist das zentrale Element ist der Esstisch zu Hause. Mal sitzt man da und macht Hausaufgaben mit der Tochter, mal ist man da mit der Familie, mal hat man irgendwelche Gäste zu Besuch oder spricht Steuerunterlagen durch, was auch immer. Aber es ist ein Ort mit unterschiedlichsten Anwendungen. Also muss das Licht sich alledem anpassen können. Derartige Produkte haben wir schon mehr, aber in der Holotainment-Studie ist diese Anpassbarkeit eben in einer Schnittstelle, die nicht immer da ist. Die Schnittstelle wird auf den Tisch projiziert und mit der Geste kann ich verschiedene Schaltflächen quasi berühren und damit das Produkt verändern und steuern.
Mit Ihren Leuchten ist es ja so, dass der Nutzer bereits gar nicht auf Schalter zurückgreifen muss. Das heißt, er geht mit Ihnen sowieso schon etwas intuitiver um als mit der klassischen Leuchte, die man so kennt. Bei der Holotainment-Studie ist es ja jetzt was ganz anderes. Das heißt, der Nutzer benutzt auch das Medium Licht ganz anders. Kann das auch sein, dass er einfach in seiner Anwendung und in seinem Verständnis für Licht und Beleuchtung, dass sich da ein bisschen was tut, dass sich was verändert? Vielleicht. Deswegen machen wir diese Studie auch. Also wir erleben hier in den Messetagen ganz, ganz viel Feedback. Wir erleben positives Feedback. Wir erleben, was verstanden wird und was nicht verstanden wird, was die Leute sofort schön finden, was sie vielleicht auch irritiert. Deswegen machen wir die Studie. Aber ich bin absolut davon überzeugt, dass das Licht mehr sein wird, als es heute für viele noch ist. Die Veränderbarkeit des Lichts alleine aus der Technik der LED heraus ist das eine. Da müssen wir die Leute erstmal hinführen. Und das, was wir in der Studie zeigen, ist natürlich noch weiter darüber hinausgehend. Trotzdem, eine Grundüberzeugung bei Sensus ist es, die Leute nicht zu überfordern. Alles das, was möglich ist, werden wir nicht vom Start weg erzählen, sondern wir werden in Schritten vorgehen, die Dinge sagen, die die Leute mögen und haben wollen. Im Grunde eine sehr emotionale Anwendung, die intuitiv läuft, ohne dass man groß drüber nachdenken muss. Also eine Leuchte, die einem genau die Stimmung gibt oder die das Beleuchtungsniveau, was man gerade im Moment braucht. Ja, also das Licht muss zur Situation passen. Und wenn ich dann auf die Idee komme, meinen Freunden Urlaubsfotos zu zeigen, ja, dann kann ich das Licht im Raum nochmal anpassen und dann meine schönen Urlaubsfotos zeigen. Oder ich mache irgendeine schöne Musik an mit irgendeinem Video oder sowas und schon kann das Licht wieder darauf reagieren. Oder auch die Gesamtatmosphäre im Raum entsprechend anpassen. Das ist etwas, was gerade entsteht. Und ich glaube, es ist nicht so kompliziert, weil es eigentlich dem Menschen relativ nahe liegt. Das heißt, das sieht man ja auch schon bei der Move. Es steckt sehr, sehr viel Technik drin. Man sieht sie nicht, aber man benutzt sie, ohne dass man groß drüber nachdenken muss. Ja, das ist ein Segen und Fluch. Ja, in unseren Leuchten steckt extrem viel Technologie drin, sehr viel Know-how. Und trotzdem sind wir davon überzeugt, dass wir es nicht offen zeigen wollen. Hier drin ist alle mögliche Technik, aber eigentlich erzählen wir das auch keinem, sondern es muss einfach gut funktionieren. Und wenn eine Sensorik gut funktioniert, dann merkt man sie nicht. Das ist der Lackmustest für gute Sensorik. Ihre Leuchten arbeiten ja mit LED-Technik, die ist ja auch schon sehr weit fortgeschritten. Wie sehen Sie denn die Entwicklungsmöglichkeiten der OLEDs in diesem Bereich? Ui, ja, beobachten wir seit Jahren. Und immer wenn die OLED schön aufgeholt hat, ist die LED wieder weiter. Also wir sind da offen, wir gucken, wir haben einiges selber in den Laboratorien, wo wir schauen, was kann man damit machen. Nur die LED schreitet eben auch mit irrsinnigen Schritten voran. Das sind Dinge wie Farbwiedergabe, das sind Dinge wie Lumen-pro-Watt-Verhältnis, Abstrahlwinkel, die ganze Linsentechnik, alles das, was es da gibt. Da passiert gerade so viel, dass es die OLED verdammt schwer hat, irgendwann diesen Schritt zu haben, es irgendwie zu überholen. Und ich glaube auch nicht, dass es generell passiert. Es wird sicherlich nicht ein Entweder-Oder geben, sondern eine Kombination. Ich glaube, dass das ganz spannende Produkte geben wird, die mit beidem arbeiten werden. Wir sind auch ganz gespannt auf die Weiterentwicklung. Vielen Dank, Herr Möller, für das Gespräch. Wir werden in einer der nächsten Ausgaben der Licht auf jeden Fall genauer über die Holotainment-Geschichte, über diese neue Technik, den Ansatz berichten und verabschieden uns für heute. Vielen Dank.